Need for Speed Most Wanted soll ein Remake bekommen und das schon 2024. Ja, die Gerüchteküche eskaliert, ein Most Wanted Remake steht im Raum. Das hat zumindest aus Versehen Simone Bailey geleakt, die Schauspielerin aus Need for Speed Most Wanted, die neben Cross agiert hat. Nicht allzu selten habt ihr mich schon über Remakes oder sonst was schwärmen hören in meinen Videos oder vielleicht sogar mein Need for Speed Remake Konzept gesehen. Deswegen seid ihr hier auch an der optimalen Stelle, um Infos dazu zu bekommen. Was ist denn jetzt genau da dran? Kommt das wirklich oder ist das alles nur ein Big Troll? Ja, das Ding ist auf jeden Fall, die Schauspielerin, die ist ja bestätigt. Die hat mit ihrem Account gepostet und ja, sie ist halt, wenn es irgendeiner leaken kann, dann vielleicht so eine Schauspielerin. Es besteht nämlich die Möglichkeit, dass sie eine Werbekooperation haben. Also EA hat eine Werbekooperation mit den Partnern von damals, also diesen ganzen Schauspielern. Zum Beispiel Razer, Cross hier. Oder halt die Dame ohne Namens, die in echt Simone Bailey heißt. In ihrem Tweet schrieb sie, Need for Speed Most Wanted Remake erscheint 2024. Like und hinterlasse einen Kommentar, wenn du Cross und seine Partnerin dabei erleben willst, wie sie die Most Wanted jagen. Ja, also, jetzt ist die Frage, wie kommt ihr darauf? Hat sie da irgendeins von diesen ganzen angeblichen Remakes gesehen? Ja, YouTube ist ja voll mit angeblichen Remakes. Es gibt zum Beispiel einen Unreal Engine 5 Remake, was aber nur ein Konzept ist. Das ist kein echtes Spiel, hat er auch geschrieben, aber viele halten das immer irgendwie wohl für ein echtes Spiel, keine Ahnung. Oder halt einige Mods. Es gibt ja auch viele Mods, die einfach nur die Grafik extrem aufpushen. Aber, warum sollte sie sowas posten? Es gab ja auch schon mal ein Interview mit ihr und auch Razer und allgemein diesen alten Schauspielern. Ich meine, Razer und Cross zum Beispiel haben gesagt, jo, wir wären sofort bei einem neuen Need for Speed dabei. Und jetzt nicht, da ging es nicht direkt um Most Wanted, aber allgemein um neues Need for Speed. Und ja, jetzt ist natürlich das Problem, sie hat halt Most Wanted geschrieben, aber nicht welches. Das Schlimmste wäre jetzt, weil aktuell ist ja Criterion Games an Drücker, was Need for Speed angeht, wenn sie Most Wanted 2012 remaken. Also das wäre ja irgendwie total sinnbefreit, meiner Meinung nach zumindest. Aber da es halt die Schauspielerin von dem Most Wanted 2005 ist, dann glaube ich auch, ist es das Most Wanted von 2005, welches wir nächstes Jahr neu bekommen. Falls das wirklich real ist. Wir müssen natürlich darauf warten, dass EA die ganze Sache bestätigt. Wir dürfen also jetzt nicht hier anfangen, komplett zu eskalieren. Wirklich, wir müssen halt warten, bis wir einen Trailer kriegen oder sonst was. Also, in meinen Augen, ja, wir haben schon oft darüber geredet und ich habe euch auch schon oft gesagt, wie gut es für EA wäre, eigentlich diese Serie wiederzubeleben, die alten Spiele zumindest, weil viele Games werden remastered oder remaked, wie Resident Evil oder sonst was. Und wir haben ja auch schon ein Hot Pursuit Remake bekommen und da deswegen kam ich erst auf die Idee, oh Gott, nein, nicht vielleicht doch 2012, weil Criterion, ne, sie haben halt auch schon Hot Pursuit remaked. Beziehungsweise Remastered. Ne? Remake ist ja ein Unterschied. Kurze Erklärung. Remaster ist quasi eine Aufhübschung des originalen Spiels. Und ein Remake ist im Grunde, ja, neu gemacht. Quasi, sie nehmen das grobe Rezept von Most Wanted, aber bauen es von Grund auf neu auf. Sprich, neue Engine und so weiter und so fort. Vielleicht eine neue Story. Und da kriege ich natürlich auch wieder so, da kommen meine Gedanken halt wieder ins Rollen. Weil wir wissen ja, was Need for Speed in den letzten Jahren abgeliefert hat. Und wenn sie jetzt ein Remake machen und das alte Most Wanted sozusagen ruinieren mit ihrer aktuellen komischen Fahrphysik und alles, ich glaube, dann gibt es keinen Bunker der Welt mehr, der die vor dem Shitstorm beschützt. Deswegen Remaster wäre schon geil. Außer sie sagen, ja, Remake, damit meinen wir halt wirklich, wir nehmen zwar eine neue Engine, beziehungsweise oder haben die alte Engine genommen, aber die hat so extrem alles verbessert, dass es halt wirklich nicht mehr wiederzuerkennen ist, aber immer noch vom Spielprinzip her das alte ist. Das wäre natürlich super geil. Stellt sich nur die Frage dann, wie sieht das mit den Autos aus? Werden alle Autos am Start sein? Toyota Supra zum Beispiel. Ne, Toyota hat ja schon eine ganze Weile nichts mehr mit Need for Speed am Hut und ja, Most Wanted ist halt der Inbegriff von illegalen Straßenrennen gegen Cops. Und ja, gut. Toyota an sich hat kein Problem mit getunten Autos. Sieht man an The Crew Motorfest, was bald erscheint. Da kann man auch einen Supra fahren, der komplett aufgemotzt werden kann.
In Horizon 5 haben wir Supra mit übertriebenen Bodykit-Teilen und da Breitbausätzen. Also das Tuning an sich ist gar nicht das Problem. Das ist halt die Frage, was hat EA oder wer auch immer, welcher Entwickler damals da verzapft, dass Toyota bei Need for Speed immer noch Nein sagt. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass EA nicht versucht hat, für Unbound zum Beispiel die Toyota-Lizenz zu bekommen. Es kann natürlich auch sein, dass es da einfach irgendwelche Schwierigkeiten gibt, wie zum Beispiel Forza Horizon 5 hat Alfa Romeo im Game gehabt. Mehr oder weniger, oder Lancia auch, aber seit Release ist es nicht mehr da. Aber in den Credits ist zum Beispiel Alfa Romeo und so weiter noch da. Also die haben die Lizenz, aber aus irgendeinem Grund bringen sie halt diese Marke nicht ins Spiel. Lizenzsachen sind wirklich immer eine ganz üble Sache. Ja, aber puh, Most Wanted 2005 als Remake wäre halt überkrass. Ne, man muss nur halt jetzt abwarten. War es wirklich nur aus Versehen geleakt? Hat sie da vielleicht irgendwie versucht, einen Post schon mal zu planen? Das kriegen wir jetzt in den nächsten Monat vielleicht, in den nächsten Monaten einen Hinweis oder einen Trailer für nächstes Jahr schon oder so? Es wäre ja eigentlich noch ein bisschen früh und anbauend läuft ja auch noch. Aber natürlich könnte man durch den Most Wanted Hype auch wieder ein paar Spieler dazu bringen, Unbound zu spielen. Also rein marketingtechnisch wäre es natürlich eine super Idee. Ne? So, jo Leute, hier Most Wanted Pack schon mal zur Vorfreude auf das Most Wanted Remake im Unbound, bla bla bla. Also man könnte natürlich damit noch ein bisschen was retten, was Unbound hier am Vergeigen ist. Ein weiterer Hinweis wäre ja auch die Abliefermission, wo wir den M3 GTR wegbringen müssen und Razer indirekt erwähnt wurde, so als kleiner Hinweis. Könnte man jetzt natürlich so sehen. Damit könnte man zumindest auch eine neue Story, falls wirklich nicht die alte Story, sondern eine neue Story gemacht wird, anfangen, dass Razer halt so an den Wagen wiedergekommen ist, ne? Und da sozusagen die Story damit beginnt, dass Razer auftaucht und einen M3 hat und keiner weiß warum, ne? Ich würde aber immer noch die alte Story bevorzugen als Remake, dann vielleicht Carbon als Remake und dann macht man weiter so mit der Story, dass Razer den M3 wieder zurückbekommen hat durch die Leute, die halt in Unbound aktiv waren. Ne? Aber okay, muss man jetzt erstmal abwarten. Wie gesagt, man darf jetzt nicht eskalieren. Es ist zwar ganz interessant, dass eine Schauspielerin aus dem alten Most Wanted so einen Leak raushaut oder so einen Post, nur in welchem Zusammenhang, ne? Hat sie es anders gemeint? Vielleicht ist es auch so gemeint gewesen, dass, ey, wenn ihr euch ein Most Wanted nächstes Jahr wünschen würdet, dann lasst ein Like da und so weiter. Aber dann passt es ja wieder nicht, dass sie geschrieben hat, das Remake erscheint 2024. Also ist das eine ganz komische Sache. Ich würde sagen, 50-50. Wir müssen das mal im Auge behalten jetzt. Ich würde euch aber empfehlen, hypt euch nicht zu sehr, sonst ist die Enttäuschung zu groß am Ende. Und wenn da wirklich ein Trailer kommt, und die wirklich das alte Mosmo, oh mein Gott. Ihr hört vielleicht raus, ich muss mich selbst beherrschen. Es wäre einfach wirklich, ich respektiere jeden, der das Spiel nicht leiden kann und sagt, ist mir doch egal. Aber wirklich, ich würde es wirklich hart feiern. Es wäre einfach genial. Es wäre einfach der Alpha-Move von EA. Was Besseres können die nicht machen, als die alten Spiele wiederzubringen. Und wenn sie dann mit Most Wanted anfangen, um zu testen, weil es halt der erfolgreichste Teil wäre, ist das natürlich auch selbstverständlich, wenn sie den als erstes remaken, um zu sehen, haben die Leute überhaupt noch Interesse, wirklich, also wirklich richtiges Interesse, was sich richtig für uns lohnt, ne? Dass wir dann vielleicht dann die anderen Spiele auch noch remaken, ist, ne? EA, dürfen wir nicht vergessen, die sind, ihr Hauptfokus liegt daran, darauf, wie man fett abkassiert, oder die wollen halt fett abkassieren, und jetzt, wo sie mit FIFA natürlich Probleme haben, mit der Marke, mit dem Namen, wird es natürlich auch für die Kassen keine schlechte Idee sein, wenn man halt guckt, ob man wieder den alten Hype zurückbringen kann mit den Need for Speed Games. Ne? Weil 16 bis 17 Millionen verkaufte Einheiten sind schon nicht wenig für ein Rennspiel. Naja, warten wir es mal ab. Wie gesagt, einige Posts sind schon wieder verschwunden. Das ist auch ein kleines Indiz dafür, dass da was dran sein könnte. Wenn EA sagt, seid ihr irre oder was? Sofort löschen. Ne, ist natürlich alles wieder weg, das wäre ja nachvollziehbar. Aber jetzt ist es ja sowieso raus, also bin ich mal gespannt, was uns da jetzt in den nächsten Wochen vielleicht erwartet. Oder vielleicht kommt auch gar nichts, wie gesagt, ne? Und die halten halt erstmal noch weiter geheim. Aber ja, auf jeden Fall eine ganz wilde Sache momentan, was Remakes bei Need for Speed angeht. Ich bleib da am Ball, wenn es was Neues gibt, bin ich sofort am Start mit einem Video. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr das auch schon gelesen habt und total eskaliert seid und gedacht habt, was, wie? Oder ob ihr es jetzt erst mitbekommen habt, was haltet ihr davon? Würdet ihr es feiern? Würdet ihr es kaufen? Lasst auf jeden Fall ein Like da, wenn es so ist. Ne? Dann können wir daran mal ein bisschen messen.
Ich bin dann raus an der Stelle. Vergesst nicht zu abonnieren, dann verpasst ihr auch nichts mehr. Ich bin raus an der Stelle und ja, hoffen wir mal, Most Wanted kriegt wirklich sein Remake. Und es bleibt so gut, wie es damals war und wird nicht verkackt. Das wäre einfach ein absolutes Highlight. Ich bin raus. Ciao, tschüss, tschüss, auf Wiedersehen. Was war das denn? Ciao, tschüss, tschüss. Ah! Das nächste Mal hast du nicht mehr so ein Glück. Hübsche Rallye-Streifen.